Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin mir schon bewusst, dass ich jetzt die Fraktion Die Linke, insbesondere Frau Bernhardt, wahrscheinlich auch nicht überzeugen werde. Aber trotzdem, wir wollen ja ein bisschen auch, wenn wir an die Besuchergruppe denken und an die Menschen, die draußen zuhören, versuchen auch ein bisschen die Realität in diesem Hause Einzug zu lassen. Und Einzug halten zu lassen, sehr richtig. Und ich freue mich auch, dass Fachpolitiker wie Frau Bernhardt, was ich auch sehr schätze, sehr für ihr Fachgebiet kämpfen, argumentieren und so weiter und so fort. Und da laufen Sie doch bei den Sozialpolitikern auch offene Türen ein, Frau Bernhardt. Ich glaube nicht, dass es irgendein Fachpolitiker, und ich glaube auch, dass es kaum jemanden gibt hier im Raum, der A, gegen kostenlose Kita ist und der auch B, dagegen ist, dass wir was für Qualität tun. Den werden Sie hier wahrscheinlich nicht finden. Wer stellt sich denn jetzt hin und sagt, 1:22 im Hortbereich, 1:15 im Kindertagesstättenbereich und 1:6 in der Krippe ist zu hoch, wir sollten das nicht verbessern. Wer stellt sich hin, wer sagt das? Kein Mensch. Und deswegen sage ich Ihnen auch, alleine in diesem Parlament können nicht nur Fachpolitiker Politik machen, beziehungsweise nicht nur Sozialfachpolitiker, sondern wir müssen das sehen im Zusammenhang mit der finanziellen Situation in unserem Lande. Und das wurde bei der Einbringung des Haushaltes Ihnen schon mal erläutert, aber stichpunktartig muss man es einfach noch mal sagen. Wenn wir hier ein Haushaltsvolumen haben von 8 Milliarden Euro und einen Schuldenstand von 9 bis 10 Milliarden Euro, da will ich mich jetzt nicht streiten, aber wo wir dann über 300 Millionen auch allein nur an Zinsen zahlen, da kann man sich vieles, Sie insbesondere, alles wünschen. Aber wir müssen Politik mit Augenmaß machen und die Realität berücksichtigen. Und deswegen kann hier in diesem Landtag, zumindest wenn CDU und SPD regieren, nicht das Motto sein, wünsch dir was oder Freibier für alle, sondern wir müssen die Finanzpolitik auch bei den sozialen Themen im Auge behalten. Und das ist in dieser Demokratie so, wenn Opposition bin. Leider ist es aus meiner Sicht so, wenn der eine sagt, ich springe 3 Meter hoch, dann sagt die Opposition ist zu tief, wir müssen 4 oder 5 Meter hoch springen. Und das ist ihr Geschäft. Sie betreiben es auf diese Art und Weise. Sie blenden aus, Sie wissen es, Sie blenden es trotzdem aus, beziehungsweise sagen Sie es auch nicht, dass diese Koalition in der letzten Legislaturperiode ihren Schwerpunkt gesetzt hat im qualitativen Bereich bei den Kitas. Dass wir zum Beispiel den Erzieher-Kind-Schlüssel von 1:18 auf 1:15 abgesenkt haben. Ich weiß auch, dass es dafür im Moment jetzt keinen Blumentopf gibt. Aber was Sie jetzt machen, ist nichts anderes als Ihren Job, so wie Sie ihn verstehen als Opposition. Das müssen Sie mit sich ausmachen. Es ist klar, wir haben uns politisch entschieden, in dieser Legislaturperiode die kostenlose Kita durchzusetzen. Ich glaube, das ist ein Erfolg und wird auch insbesondere von den Eltern gewertschätzt. Dass Ihnen in diesem Bereich jetzt nichts übrig bleibt und Sie sich im Bereich KiföG jetzt den Teil B raussuchen und penetrant, so will ich das mal sagen, jetzt diese Schiene seit Wochen, seit Monaten fahren und auch mit Blick auf 21 davon nicht ablassen werden, das ist politisch legitim. Das sollten Sie dann auch weiter tun. Wir haben uns festgelegt, wie wir hier verfahren. Sie sollten aber neben der Haushaltssituation des Landes, die Sie im Blick haben müssen, dann auch sagen, wo Sie das Geld hernehmen wollen. Und Sie können, und Sie sind immerhin auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, und deswegen gehe ich da einen Schritt weiter, Sie sind dann nicht bloß in Anführungsstrichen Fachpolitikerin, sondern von einer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden erwarte ich auch einen etwas globaleren Blick. Und dann heißt das auch für mich, dass Sie sich hinstellen sollten und sagen, okay, dann können wir eben kein Geld im Bereich innere Sicherheit hier auf den Tisch legen. Und da sage ich Ihnen, das ist der falsche Weg. Wenn die CDU in Verantwortung ist und die ist hier in Verantwortung, dann sagen wir, in diesem Nachtragshaushalt finanzieren wir 150 Stellen im Bereich der Polizei, 23 Stellen im Bereich der Justiz. Wir heben zum Beispiel die Schichtzulage von 50 auf 150 Euro an. Das sind unsere Schwerpunkte. Dann müssen Sie den Bürgern und auch den Zuhörern da oben sagen,
dann nehmen wir eben keine 40 Millionen für die Digitalisierung, sondern wir pumpen das gesamte Geld einseitig in einen Bereich. Ich sage Ihnen, das ist der falsche Ansatz, aber Sie können ihn weiter gerne verfolgen. Dankeschön.